Sehr geil. Ich habe jetzt schon angefangen zu kommentieren und einen wunderschönen guten Morgen zu sagen, bevor ich überhaupt die Aufnahme gestartet hatte, weil ich meinen Timer aktiviert hatte und irgendwie das in meinem Kopf gereicht hat, um zu denken, die Aufnahme geht los. Ach, jetzt spinnt mein dummer Arm wiederum, mein Mikrofonarm. Ich verstehe das nicht. Was ist denn da los in letzter Zeit? Ich versuche den wieder fester zu ziehen. Moment. So, jetzt halt gefälligst. Mann. Verstehe? Ja, okay. Okay, ich denke, jetzt geht's. Was haben wir denn hier? Schon wieder ein Update? Hallo FIFA-Fans. Aufgrund unvorhergesehener Umstände haben wir die Dauer des dieswöchigen FUT Champions Weekend League verlängert. Die neue Endzeit findest du. Ja! Sehr geil. Ich habe noch 16 Spiele. Ich muss nicht alle 16 Spiele heute machen. Ich gehe mal davon aus, die haben um einen Tag verlängert. Und es geht noch bis Montag, oder? Ein Tag, 18 Stunden. Ein Tag, 18 Stunden. Ja, die haben es um einen Tag verlängert. Perfekt! Perfekt. Ich fühle mich so gut. Wir haben jetzt Sonntag. Ich fühle mich gut. Ich habe noch viele Spiele. Ich habe auch viel Zeit eigentlich heute. Aber logischerweise kann ich es dann gechillter nehmen. Und man weiß ja nie. Es kann ja sein, dass ich noch 5 Spiele übrig habe und dann total ausgelaugt bin und sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Dann hätte ich die ja trotzdem noch gemacht sonntags. Aber jetzt kann ich sagen, okay, mache ich die letzten 5 am Montag. Aber ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und wir schauen dann, wie es läuft, ne? Ganz einfach. So, Bundesliga haben wir gespielt. Das heißt, wir spielen jetzt mit der KJA. Und hier Higuain hat mich überhaupt nicht überzeugt im ersten Spiel. Aber wir haben schon 2 mit ihm gemacht. Okay, er hat jetzt auch schon 2 Scorerpunkte. Er hat mich überhaupt nicht überzeugt. Wie gesagt, klar, er hat keinen Champions League Style, aber er ist halt so geil. Ach so, ich habe mir seine Werte noch gar nicht angeschaut. Das mache ich direkt mal. Pace reicht mir absolut aus. Seine Abschlusswerte sind natürlich unglaublich und das ist ja ungeboostet. Das heißt, der Basic Chemistry Style boostet ja auch nochmal ein bisschen die Werte. Stellungsspiel 92, Abschluss 91, Schusskraft 88, Fernschüsse 82, Volleys 88. Also unglaublich. Hat auch einen guten kurzen Pass. Beweglichkeit, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Ruhe, auch alles schön. Kopfballpräzision ist schön. Sprungkraft, Ausdauer, Stärke. Also eigentlich, der bringt, ist wirklich ein sehr, sehr kompletter Stürmer, kann man nicht anders sagen. Rechtsfuß, 4 Stand ab den Schwachen, 1,84 groß, da müsste eigentlich total abgehen, aber ehrlich gesagt, er hat jetzt noch nicht so viel gezeigt. Wir haben jetzt noch ein Spiel mit dem Donnarumma und dann werde ich nochmal schauen nach entweder dem Spiel oder dem übernächsten Spiel, also spätestens bevor ich dann wieder Calcio. Oh Mann, wo habe ich mein Getränk? Ich habe Durst, ich brauche mal zu trinken, Moment. Wir können schon mal das Spiel laden lassen, aber ich muss noch die Mannschaft des Gegners sehen. Dann hole ich mir schnell meine Flasche aus dem Wohnzimmer, Moment. Und zwar, was hat er für ein Team? Ja, moderat, moderat. Dumbia von drin, das ist glaube ich ziemlich schnell. Okay, ich bin wieder da. Ich glaube, ich muss meinen Pulli noch ausziehen, bevor ich hier anfange. Komm, schnell, bevor es losgeht. Okay, wir fangen an, wir fangen an. Sehr gut. Habe ich noch ein paar Sekunden. So, ja, Higuain hat mich bisher überhaupt nicht überzeugt. Also, er hat nicht. Ge Koulibaly zum Beispiel, der war so geil als Leihspieler, da habe ich eigentlich schon Bock, den auch nochmal fest zu verpflichten. Aber Higuain jetzt. Ich habe nicht mal mehr gewusst, dass wir den schon 2 Spiele hatten. Ach, und ich habe total vergessen, meine Headset wieder aufzusetzen. Ich spiele gerade ohne Headset, also ich spiele gerade ohne Sound auf dem Ohr. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh Gott, das geht nicht gut los. Es ist irgendwie ein Zeichen für Unkonzentriertheit, würde ich sagen. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich trotzdem versuchen, das Spiel zu gewinnen. Haha. Und sobald die nächste Unterbrechung ist, setze ich auch mein Headset wieder auf. Hä? Ich habe den doch hochgespielt. Ich habe doch gelupft. Fuck. Und mir jetzt ein Gegentor fressen, nutzt Scheiße, weil ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte gelupft. War doch eh abseits, oder? Ich glaube, ich drücke mal Pause, weil ich brauche eh nicht alle Pausen. Und ich brauche einfach mein Headset, das ist so ungewohnt. Das lenkt mich ab. Da bin ich ehrlich. So, was ich auf jeden Fall will, ist nicht mehr Spiele verlieren, wo ich 3-0 oder 2-0 führe. Das ist schon mal Ziel Nummer 1. Dann will ich aber auch ganz, ganz streng und hart meine. Sehr gut. Dann will ich aber auch ganz streng und hart meine Gegentore analysieren und will halt wirklich sagen, okay, ach, jetzt habe ich Pause gedrückt, jetzt durch das Tor brauche ich die Pause gar nicht mehr, kann ich wieder wegnehmen? Oh, fuck. Kann man die Pause, also die Pause kann man doch bestimmt irgendwie wegnehmen, oder? Dass man das nicht mehr machen möchte.
Weil die hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Ich habe eine Nette aufgesetzt, als ich hier das Tor geschossen habe. Das war eine Vorlage von Higuain, aber das war jetzt auch nicht wirklich schwierig. Und dann schöner Flachschuss von Brozovic. Ist vielleicht auch von einem besseren Torhüter haltbar. Der Treffer war nicht super platziert, aber ich bin zufrieden, dass er drin ist. Ja, genau. Und dann Gegentore ganz, ganz streng analysieren und ehrlich zu sich selber sein, ob man da einen Fehler gemacht hat. Das hat er gut gedribbelt, leider. Ja, da sind wir direkt beim Gegentor. Ich denke, das Dribbling, da hätte ich nicht mich. Ja, hätte ich nicht so aussteigen lassen dürfen. Dann ist natürlich blöd, dass die Vier da komplett die Moutinho, der da angerannt kommt, die Deckung wegnimmt. Also das war CBU, aber trotzdem hätte ich vorher bei dem Dribbling mich nicht so leicht austribbeln lassen dürfen. Das war auf jeden Fall, hätte ich besser verteidigen können. Punkt. Weil manchmal gibt es ja auch Tore, gerade in FIFA 18, wo man wirklich, also entweder nichts machen konnte oder es gibt auch Tore, die so ultra schwer zu verteidigen sind, gerade im 1 gegen 1. Das ist ja auch verständlich, wenn man da nicht jedes Mal perfekt verteidigt, aber. Schade. Es ärgert mich trotzdem dieses Gegentor, weil wie gesagt, es war nur dieses scheiß Dribbling. Ohne das wäre nichts passiert. Oh, schön von Lichtsteiner. Oder halt auch nicht. Oh, fast schön von Benatia. Weiß ich nicht, ob ich das hätte besser verteidigen können. Das war so ein Ding, wo ich sage, es läuft ein bisschen unglücklich. Hier zwei Spieler, ich weiß nicht, also, Eigentlich hat mir das ganz gut gefallen, wie ich es gemacht habe. Ärgerlich. Einfaches Gegentor. Aber egal, wir haben schon eins geschossen, wir machen auch noch eins. Das war auch wieder ein Scheißstellungsspiel von Higuain. Kam viel zu spät der Pass. Fällt mir gerade nicht, wie das hier weitergeht. Wieder schlecht. War das gut? Ja, verteidigt auf jeden Fall nicht schlecht, der Kollege hier. Da sollte der Ball nicht hin. Das haben wir gut verteidigt. Wieder schlecht gespielt. Schon lange auf Passen gedrückt. Okay, das war ein guter Abschluss von Higuain und definitiv auch seine Qualität, dass er hier das Tor macht. Das war jetzt nicht der allereinfachste Abschluss. Sandro Wagner macht ihn natürlich auch. Aber ja, der war gut. 2-2. So, und jetzt wieder Strafen, besser verteidigen, besser im Angriff nach vorn, nicht so leichte Fehlpässe generieren. Das wird ein schwieriges Spiel, auf jeden Fall. Das haben wir deutlich besser verteidigt. Der versucht auf jeden Fall immer mit einem Dribbling in die Mitte zu ziehen. Das hat er zumindest bisher gemacht. Ultra schlechter Pass, war aber auch wieder schlecht hingestellt von Higuain. Und da war halt auch wieder so ein Ballverlust, wo ich sage, total sinnlos. Schöne Grätsche. Gut verteidigt von ihm. Oh, Glück. Geht mal ran, bitte. Danke. Wenigstens nur Alu. Ah, es gefällt mir nicht. Der Gegner spielt momentan besser als ich, muss ich ganz klar sagen.
glücklich für uns, dass es hier noch 2-2 steht. So, ich muss ein bisschen ruhiger aufbauen. Ich habe so krassen Drang nach vorne einfach. Auf Fehler von ihm warten und die dann ausnutzen. Und hier nicht das versuchen zu erzwingen. Oh, da sehe ich einen kleinen Fehler. Das war gar keine schlechte Flanke. Das war dafür wieder ein beschissener Pass. Aber der Angriff hat mir deutlich besser gefallen, weil wir haben halt einfach den Ball nicht so einfach verloren, hatten wieder schön Ballbesitz, also eigentlich das Spiel aufgezogen, für das ich berühmt bin, logisch. Und wo ich denke ich auch die meisten Tore mitschieß. Moment mal, wir hatten 71% Ballbesitz, hä? Kam mir aber nicht so viel vor. Wir hatten es am Ende ein bisschen mehr, aber dass wir wirklich 71% haben, hätte ich nicht gedacht. Hätte eher so auf 60, maximal 65 getippt. Oh, Donnarumma, danke, weil eigentlich waren wir dran, eigentlich haben wir es schön gemacht. Schade. Mandanda, das ist auch schon ewig dabei. In FIFA und halt auch bei dem Verein, würde ich sagen. So ein langer Pass darf halt auch eigentlich nicht kommen. Boah, das hat er so gut gespielt. Also wie gesagt, es müsste hier definitiv schon für den Gegner besser stehen. Alu-Treffer, dann jetzt hier gerade diese riesen Chance, wo ich auch gar nicht nachvollziehen kann, warum die nicht reingeht. Und sein Angriff spielt wirklich sehr gut. Und seine Verteidigung eigentlich auch. Also wie gesagt, er spielt definitiv besser als ich, da kann man nichts sagen. Spielt zwar besser als am Anfang, aber immer noch nicht so gut wie er. Auf Brozovic soll der Pass gar nicht. Es war eigentlich geil auf El Shaarawy gespielt, aber dann habe ich es leider verkackt im Strafraum. Schade. Ja, ich dachte, Brozovic läuft weiter. Das hat er schön angedeutet. Jetzt macht er aber auch ein paar Aufbaufehler, das gefällt mir. Setzt zum Fallrückzieher an, schade. Ich glaube, ich gehe auch mal auf Defensiv, einfach weil der Gegner so gut spielt. Das hat er auch krass gesehen. Naja, also das war ja wirklich eine ultra schlechte Abschlusssituation. Entsprechend hat auch Moutinho geschossen. Haben wir das erste Mal Abschlag? Kann das sein? Der Gegner hier zu? Ja, macht er auch links zu? Ne, machen wir links. Schade, er bleibt da hängen. Oh, fuck! Fuck, es ist absolut verdient, es ist absolut verdient. Aber das ist natürlich ein ärgerliches Tor. Aber das war so ein Tor, wo ich sage, da kann ich nicht viel anders machen, meiner Meinung nach.
Er spielt halt zu Moutinho. Ich kann Moutinho in dem Moment nicht decken. Und das ist einfach ein schwieriger Abschluss, den er dann leider gut macht. Also den macht er dann leider rein, wo ich sage, ja, man geht halt nicht jedes Mal rein, aber es ist definitiv verdient, ist der Gegner hierfür. Der spielt besser als ich, muss ich leider zugeben. Und hatte die verdiente Führung. Aber ich gebe mich auf, es ist nur ein Tor und wir wissen, in FIFA 18 ist ein Tor schnell geschossen. Bleiben wir leider hängen. Macht die Räume super gut zu. Also ich glaube auch einfach seine Formation, die kommt meiner gar nicht entgegen. Weil er hat einfach überall seine Männer stehen und hebt meine Formation ziemlich auf, habe ich das Gefühl. Schade. Ja, also warum den Ball Higuain nicht hält zum Beispiel, verstehe ich einfach nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Es bleibt dabei, er überzeugt mich bisher nicht. Er setzt auch seine Pace wirklich gut ein. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, außer Drehung, zwei Mann, da würde ich auch wieder sagen, wie soll ich das besser verteidigen? Zwei Mann stehen da, schaffen es nicht, den Schuss zu blocken. Und auch noch die Kopfballduelle. Absolut verdienter Sieg für den Gegner, wenn es so bleibt. Leider. Das ärgert, das ist am beschissensten, wenn es ein richtig verdient ist. Na gut, das ist eigentlich nicht am schlechtesten, weil wenn dann der Gegner verdient siegt, kann ich sagen, okay, das soll ich dann mal, also muss ich halt einfach besser spielen. Aber es ärgert einen halt trotzdem immer, weil man will nicht schlechter sein als der Gegner. Ach, getunnelt. Oh. Und dann klärt er von alleine raus. Wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Er klärt von alleine raus. Ich kann nichts dagegen machen. Ich muss ruhig bleiben. Wenn ich hier noch ein Tor schießen will, dann nur, weil ich ruhig bleibe und nicht, weil ich mich aufrege. Ja, Moutinho scheint immer noch so ein Biest zu sein, wie er in FIFA 17 schon war. Krasser Konter, Freunde. Krasser Konter. Okay, das war geil gemacht von Higuain. Das war geil gemacht von Higuain. Kann man nicht sagen. Krasser Konter, dann flach ins kurze Eck gelegt. Krass. Okay. Das Tor hat. Ja, doch, das war krass. Das war krass. War auch ein geiler Pass natürlich. Schöner Laufpass. Wunderschön gespielter Konter. Bin eigentlich überhaupt kein Kontersteiger-Spieler. Aber das war krass. Vielleicht auch ein kleiner Abwehrfehler vom Gegner, dass er das in die Mitte zieht. Aber das war natürlich nice. So, es ist trotzdem unverdient, dass wir jetzt hier 3-3 spielen. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht auch noch unverdient gewinnen. Da schießen wir jetzt noch ein unverdientes 4-3. Das haben wir einfach gut gekontert. Oh, das war stark gemacht von De Rossi. Er lässt sich auch angenehm dribbeln, Higuain, kann man nicht sagen. Ich wollte jetzt. Ach, Mist. Das war kein Abseits. Oh, fick dich. Wie kann denn das kein Abseits sein? Halt's Maul, es ist absolut verdient, aber der 90. natürlich den Gegentreffer zu fressen, ist trotzdem beschissen. Und ich verstehe nicht, warum das kein Abseits war. Oh Mann, es war nicht perfekt verteidigt. Leider ist es verdient. Ach, es ist ärgerlich. Ich habe leider nicht solches Glück, wenn ich solche Spiele habe, da verliere ich dann trotzdem oder es geht in die Verlängerung. Fuck! Boah, ist das bitter, ey. Das ist bitter. In der 90. Da hätte ich besser verteidigen müssen über außen. Scheiße! Aber wie gesagt, der Gegner war definitiv besser, definitiv verdient. Einfach verdient. Mann! Trotzdem, gerade in solchen Spielen, wenn es am Ende dann 3-3 steht,
der 90. Minute darfst du nicht mehr den Gegentreffer fressen, egal wie gut der Gegner spielt. Man muss ihn halt umgrätschen, irgendwas, dass es in die Verlängerung geht. So eine scheiß Weekend League. Wie gesagt, wir haben schon mindestens 3 Spiele gehabt, wo wir hätten definitiv gewinnen müssen. Vielleicht noch 1, 2 Spiele, wo wir hätten gewinnen können. Und wir holen halt 5 Siege aus, weiß ich nicht, wie viel spielen aus 10 Spielen. So beschissen. Wir brauchen noch 6 Siege aus 15 Spielen, um wenigstens Gold 3 zu werden. Und eigentlich hätte ich mir lieber Gold 2 erhofft. Vor allem nach der letzten Weekend League. Ich habe der letzten Weekend League viel schlechter gespielt und habe da insgesamt besser performt. Och, hoffen wir mal, dass der Gegner jetzt schlechter ist oder wir besser spielen. Auf jeden Fall, wir hätten mindestens in die Verlängerung gemusst in dem Spiel. Aber das ist halt das Ding. Das zieht sich durch diese komplette Weekend League. Wenn ich da jetzt die Spiele mitnehme, wo wir halt auch hätten gewinnen müssen, einfach in diesen knappen Situationen, entweder fehlt mir da in der Weekend League das Glück oder halt einfach auch das letzte Quäntchen Konzentration, wie auch immer. Es hätte definitiv anders laufen müssen und das war jetzt in dem Spiel halt schon wieder total auffällig. Wir hätten einfach zumindestens, es wäre nicht verdient gewesen, aber wir hätten da einfach in den letzten Minuten uns zusammenreißen müssen und hätten zumindestens uns in die Verlängerung retten müssen. Das war einfach sehr, sehr schlecht. War aber auch nicht gut verteidigt. Ich weiß aber jetzt auch nicht so richtig, was ich da besser verteidigen kann. Ich würde halt einfach sagen, der Gegner war im Angriffsspiel deutlich besser als ich und ich habe es halt nicht geschafft, gegen sein gutes Angriffsspiel. Wie, das ist kein Foul. Der Junge hat über 90 Körperstärke. Wie kann das kein Foul sein? Aber wie gesagt, wir sind einfach nicht mit seinem Angriff klargekommen. Wir hätten das einfach anders verteidigen müssen und haben es nicht geschafft. Und naja. Hoffen einfach, dass der Gegner jetzt nicht so gut ist. Weil er hatte ja auch kein wirklich geiles Team, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also er hatte keine wirklich krassen Spieler. Man könnte eigentlich sogar fast schon sagen, dass mein Team besser war. Keine Ahnung, was er damit Aurier macht, aber wir machen jetzt erstmal Kopfballtor mit Sandro Wagner. Oder halt auch nicht, weil der Sandro Wagner immer so beschissen am kurzen Pfosten steht, dass er sich einfach nicht anspielen lässt. Oder anflanken lässt. Das ist so dumm. Also ich kann jetzt schon sagen, der Gegner spielt nicht so gut wie der letzte. Das heißt, ich muss jetzt hier gewinnen. Punkt. Wir haben beim letzten, der deutlich besser war, 3-3 gespielt. Das muss jetzt ein Sieg werden. Da gibt es keine Ausreden. Schön abgefangen. So ein Fehler wäre dem anderen niemals passiert. Der hat halt auch so wenig. Hatte mal eine Phase, wo er ein bisschen mehr Fehler gemacht hat. Aber der hat insgesamt so wenig Fehler gemacht in seinem Aufbauspiel. Das war echt krass. Okay, der macht anscheinend immer gerne mal den einen oder anderen Fehler, vor allem mit Aurier. Und wieder ein grober Schnitzer. Ja, waren wir dran, aber hat nicht gereicht. Ball rollen jetzt rein oder was? Sehr gut. Was? Was? Das war doch nur eindeutig Ballgespiel. Das ist doch kein Foul. Oh, meine Fresse. Das war jetzt bitte Freistoß und keine. Es gibt sogar Elfmeter. Halt's mal, ey. Was für ein Glück. Egal, egal, es gibt trotzdem keine Ausreden. Ich muss halt das Spiel drehen, was soll's, scheiß drauf. Absolut unverdienter Elfmeter. Ich werde auch wieder weniger reden, ich will einfach mehr konzentrieren, ich will das Spiel drehen und gewinnen. Wenn er hinläuft, hat er den Ball. Hallo, schöner Schuss von Sandro Wagner, einfach mal so aus dem Nichts quasi. Schade.
Oh, das hat er entweder. War das Glück oder hat es gut antizipiert? Das war auf jeden Fall Glück. Gut, das hätte jetzt auch das zweite Tor sein können, muss man zugeben. Boah, Wagner ist so steif, ey, das ist zum Kotzen. Wieder sein letztes Spiel, wie immer, ist immer sein letztes Spiel. Wir werden am Ende wieder durch zwei Tore von ihm gewinnen, passt mal auf. Schön von und mit Schmelzer. Was macht denn der da? Läuft komplett ins Aus. Na also, diesmal ist er drinnen, dieser Bender, dieser verrückte Hund und Sandro Wagner Vorlage. Dieser Bender, dieser Bender, dieser Bender. Es gibt's gar nicht. Gefährlichster Mittelfeldspieler bisher. Unglaublich, das ist einfach unmöglich eigentlich, weil er hat nicht den, er hat definitiv nicht den besten Distanzschusswert. Und diesmal Alu und Rein mit Wagner hatten wir ja schon. Es denke ich, ist auch verdient, dieser Ausgleich, definitiv. Auch wenn der Gegner das 2-0 hätte schon machen können. Wir hätten ja, wie gesagt, wir hatten mit Wagner schon den Alu-Treffer. Aus der Drehung, Toprak stand genau hinter ihm. Das wäre auch ein merkwürdiges Tor gewesen. Also mir fällt gerade so ein, das letzte, dieses Kontertor mit Higuain war auf jeden Fall das schönste Kontertor, was er bisher in FIFA. Oh, hätte ich einfach durchziehen sollen, ich Vollidiot. Wir waren so weit im Vorsprung, wir hätten einfach durchziehen sollen, gucken, soll man mal auf Wagner flanken können, das Kopfballbiest und fertig aus. Na, oh, das war dumm von mir. Krass, dass das Ballgespiel war. Der macht zum Glück einige Fehler. Also wieder, wir müssen das Spiel gewinnen. Da gibt es keine Ausreden. Wir sind besser, ich will das Spiel gewinnen. Ich will jedes Spiel gewinnen, aber das ist ganz besonders. Der Gegner spielt wirklich schwach. Da Wagner nicht dribbeln kann und passen, ja, wenn es ein einfacher Pass ist, geht das, aber da Wagner nicht dribbeln kann, versuche ich jetzt auch mehr den Abschluss mit ihm zu suchen. Auch aus der zweiten Reihe, weil die kann nicht mit ihm dribbeln. Die Wendungen, das dauert ewig alles und es muss halt so funktionieren, ansonsten kommt halt Volland wieder rein. Ich meine, ganz einfach. Er hat jetzt auch schon wieder eine Vorlage gemacht, deswegen, wenn wir das Spiel nicht verlieren, dann wird er definitiv auch noch ein Spiel bleiben, wie immer halt. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er noch ein Tor schießt. Schön abgefangen mit Hector. Schade. Ich dachte, wir können einfach durchrennen. Butland. Ach, das war doch auch der Lieblingstorhüter letztes Jahr, oder? War das nicht auch Butland? Aber dieses Jahr war das, glaube ich, noch nicht so der Fall.
Das war halt ein bisschen Glück. Der Abpraller landet wieder beim Gegner und naja, ich denke, das kann ich wirklich besser verteidigen. Hier müssen wir jetzt noch das zweite Tor machen hier. Eigentlich erwarte ich da, dass er den macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war eigentlich ein schönes Wagner, eine schöne Wagner-Position. Da erwarte ich ehrlich gesagt, dass er den da reinlegt mit seinem Linken. Und war irgendwie nicht gut geschossen. Komm, Hector. Spielt aber auch auf sehr defensiv, oder? Also die sind doch hier alle in der eigenen Hälfte vom Strafraum. Och ja, Lack bitte noch mehr. Habe ich richtig Bock drauf. Müssen wir mal ein bisschen Tempo reinbringen. So langsam kam. Aber ich darf nicht erzwingen, ich muss ganz in Ruhe mein Spiel. Auch hier hat er wieder quasi genau richtig antizipiert, dass ich jetzt zurückziehen werde. Darf ich nicht aufregen. Gegner hat Glück, was soll ich machen? Flanke. Hat das Gefühl, ist einfach gerade zu sehr versucht zu erzwingen. Es ist einfach so. Aber einfach noch besser gespielt in dem Match. Oh Mann! Dieser Scheißpass von mir auf Wagner. So dumm und schlecht. Ja, schön angetäuscht. Aber trotzdem, also wenn ich das verliere, auch wieder. Ich bin eigentlich besser, aber ich spiele so scheiße gerade, dass es dann auch wieder eine verdiente Niederlage ist. Mann, kotzt mich das an. Warum spiele ich denn gerade so kacke? Ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme hier erstmal eine Pause machen und genau in dem Moment, er bleibt die ganze Zeit, bleibt da weg und genau in dem Moment geht er hin, wenn ich auf Passen drücke. Kotzt mich das an. Kotzt mich das an, ey. So eine dumme Scheiße schon wieder. Ist mir auch scheißegal, ob der Gegner Glück gehabt hat. Es ist einfach beschissen gespielt von mir. Gegner ist schlechter und ich verliere das Spiel schon wieder zurecht, ey. Zum Kotzen. Oh, fick dich einfach. Komm. Ich mache dann auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ich esse was und dann hoffe ich, dass ich mich vielleicht wieder ein bisschen einkriege, weil das ist schon wieder Schrott. So eine beschissen. Die ist noch schlechter als die letzte Weekend League und die war schon beschissen. Und mir geht auch schon wieder die Pace hier auf den Sack. Das ist das erste Mal in FIFA 18, dass ich richtig angepisst bin. Und dann spiele ich eh nicht mehr gut. Ich glaube, ich muss auch aus dem Grund. Ja, auf dem wollte ich natürlich nicht spielen. Muss auch aus dem Grund Wagner noch im Spiel lassen, weil er kann nichts dafür, dass ich gerade so dumm bin.
Was macht denn der hier? Genau aus dem Grund, er macht so einen dummen Mist teilweise. Am Anfang mit Aurier zweimal totalen Schrott gebaut. Und gegen so jemanden spiele ich so schlecht, dass ich verliere. Nicht mal mehr das klappt, ey. Ja, geschenkt. Geschenkt. Wie gesagt, erstmal Pause machen, um wieder runterzukommen, weil ich bin gerade so scheiße, das ist zum Kotzen. Auch meine Moral ist total am Ende. Ich bin in dem Spiel moralmäßig total nach unten gegangen. Total sinnlos. Gerade in FIFA 18 ist eine gute Moral das A und O, weil du kannst einfach, wie gesagt, ich habe ein 3-0 verloren. Obwohl ich die gute Moral hatte in dem Spiel. Fuck! So ein Dreck! 11 Spiele, 5 gewonnen. Wir brauchen noch 6 Siege aus 9 Spielen. Kannst du vergessen. Ich sehe mich hier schon weniger als Gold 3 erreichen. Und es ist zum Teil oder zum großen Teil einfach meine Schuld. Und das ist einfach meine Schuld, weil wenn ich die Sachen, die meine Schuld gewesen wären, weggelassen hätte, dann, ich meine, es war auch viel Pech dabei, klar. Oh, unsere 1000 Coins Boost sind weg, okay. Es war auch viel Glück dabei, klar. Und ich habe auch Spiele durch Pech verloren, aber es gab genügend Spiele, die ich durch eigenes Unvermögen verloren habe, wie jetzt zum Beispiel das Spiel. Und wenn ich die gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich, ich hätte ja noch nicht 11 Siege, aber ich hätte schon, ich wäre auf einem sehr guten Weg. Aber wir haben noch 14 Spiele, ich bin ja auf 9 gekommen. Wir haben noch 14 Spiele, müssen 6 gewinnen, okay, das ist möglich, aber da muss ich mich raffen, da muss ich mich straffen, da muss ich irgendwie. Aber wie gesagt, soll ich hier rumlabern? Ich mache jetzt eine Pause, ich esse was in Ruhe. Und wenn ich dann wieder runtergekommen bin, mache ich noch ein paar Spiele. Und wenn ich dann merke, es geht nicht, dann muss ich die restlichen Spiele halt morgen machen und hoffen, dass ich mich am Montag irgendwie beruhigt habe. Fuck. Bis zum nächsten Mal.